Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Jehoshua Maschia, Jesus Christus, um die Wahrheit aus der Bibel. Weil die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. Und ich danke Jehoshua Maschia für diesen Moment und ich bete, dass wir alle von ihm weiter gesegnet werden durch diese ganze Lehre. Im Namen Jehoshua Maschia. Amen. Also ich möchte heute weiter mit dem Thema das andere Evangelium, der andere Jesus oder der andere Jehoshua Maschia. Weil heute in der Gemeinde, also in dieser Welt, wir sehen also wie schwer das ist, als Christ weiterzugehen. Die Wahrheit also wird nicht mehr wirklich also gepredigt. Und wir sehen also viele Spaltungen, verschiedene Gemeinden, verschiedene Denominationen, Konfessionen und viele Leute sind also richtig verwirrt. Und da kommen also ziemlich viele Lehre. Und deswegen werden also die Leute so verwirrt und wir wissen nicht mehr, also in welche Richtung wir da gehen sollen. Heute mit dem Jehoshua Gnade möchte ich also ein Thema anfassen. Das andere Evangelium, der andere Jesus. Heute wird also ein anderes Evangelium gepredigt und ein anderer Jesus auch gepredigt. Die Bibel sagt also, wir haben letztes Mal gelesen, also in 2. Korinther, Kapitel 11, glaube ich schon, ich gehe mal schnell. Kapitel 11, 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus sagte ab Vers 3 an die Gemeinde in Korinther: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht eure Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Also er sagt ganz klar hier, da kommen also Leute, die predigen einen anderen Jesus. Diese Jesus haben sie nicht gepredigt. Oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt. Also die haben einen anderen Geist empfangen. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. So ertragt ihr das recht gut. Halleluja. Und das ist genau, was wir überall sehen. Diese unterschiedliche Art, also verschiedene Christen, die glauben, ich verstehe das nicht. Es gibt also ein einziger Jehoshua Maschia, Jesus Christus. Und Jesus ist also der Kopf, Jesus ist also der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Jesus sagt, er kommt und holt seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist also von vielen Leuten, Menschen aus dieser ganzen Welt, aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Nationen und. Aber er gibt sein Wort und sein Wort verändert diese Menschen. Aber warum? Warum sehen wir so, also verschiedene Art, so verschiedene Lehre und die Leute sind richtig verwirrt? Und die Verwirrung, also die Bibel sagt hier, also in Vers da, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführt, also Eva im Garten Eden wurde verführt, also von der Schlange, von dem Teufel. Und so werden auch viele, sind auch viele sogenannte Christen also verführt. Und deswegen sieht man also ein falscher Jesus wird also gepredigt. Ein falsches Evangelium wird gepredigt.
ein Thema, also, was ich also heute anfassen möchte, das ist dieses Thema mit Geschäft. Das Geschäft mit dem Wort. Das Geschäft also mit dem Wort Yeshua Mashiach. Die Leute, die sich also als Christen bekennen, aber machen Geschäft also mit dem Wort Gottes, die werden reich, also reich und reich und reich, und die verführen also die Christen und nehmen also das Wort, genau was man in der Bibel sieht. Die nehmen diese Worte, die verdrehen das Wort, und somit werden die Leute in Gefangenschaft, die Leute werden gefangen, verführt und in die Irre geführt, komplett. So, das ist also, was wir heute erleben. Und früher hatte ich das, ich dachte, das wäre ganz normal. Aber mit der Zeit habe ich also festgestellt, also mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, wenn man also das Wort Gottes nimmt, dann sieht man diese ganzen Verführungen. Halleluja. Der Herr sagt zum Beispiel, der Herr sagte also zu Job, in Job Kapitel 41, ab Vers, nehmen wir mal Job Kapitel 41, ab Vers 3. Wer hat mir jemals etwas gegeben, dass er nun von mir zurückfordern könnte? Mir gehört die ganze weite Welt, die ganze Welt gehört Gott. Und er sagt, wer hat mir überhaupt was gegeben, dass man also das also wieder zurückfordert? Und wir sehen also dieses Evangelium heute, wo die Leute sagen, gib so viel Geld und dann wirst du gesegnet. Gib so viel Geld und dann wirst du, dann kriegst du was also von Gott, also ein besonderes Segen also von Gott. Jemand hat mir so einmal gesagt, aber was ist überhaupt dein Problem also mit der Zehnte? Zehnte ist doch in der Bibel. Das sieht man schon in der Bibel. Der Herr hatte gesagt, man sollte also 10% von seinem Einkommen oder und geben. So hat also diese Person mit mir gesprochen. Ja, es steht da drin. Aber dieses Wort wird also heute verdreht und die Leute sind in Gefangenschaft, verführt. Und die glauben, okay, wenn ich das nicht gebe, dann wird der Zorn von Gott also auf mich fallen und. Aber dadurch sieht man einfach diejenigen, die immer reich werden. Reich werden sind die, die diese Zehnte nehmen. Sogenannte Pastoren, ihren Team und. Die Leute werden immer reicher. Habt ihr nicht gesehen? Die Kirche sagt also, ihr müsst also Steuer zahlen. Ihr zahlt Steuer und denkt, dass ihr also durch diese Steuer werdet ihr auch gesegnet, weil sie diese Verse nehmen. Aber dann, damit machen sie Geschäft mit dem Wort Gottes. Ich kann mich erinnern, also einmal war ich in London, also eine riesige, da war riesige Konferenz. Viele Leute kamen. Und dort, was ist passiert? Die haben Tasse, nur Kaffeetasse, also mit Jesus Name drauf verkauft. Und die Leute haben das also genommen, irgendwelche Pins, also mit Jesus Name genommen und. Also Jesus, der Name Jesus wurde vermarkt. Aber die Bibel sagt ganz klar, was ist das? Die Bibel sagt, nehmen wir Matthäus, also Kapitel 10. In Matthäus Kapitel 10, die Bibel sagt ganz klar, umsonst, ich muss nicht mal also dort gehen, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt. Aber was sieht man also heute? Die Leute nehmen also den Namen Yeshua Mashiach, Jesus, und machen ihre Geschäfte damit. Die machen Geschäfte. Was sieht man? Es gibt auch Leute, die haben irgendwelche, die sind gut, also in Gitarre oder Klavier und Musik studiert, Musik gelernt, die sind also richtig begabt in Musik, machen also ein Lied und die verkaufen das Lied. Aber das Ziel sollte normalerweise, und was sagen sie da, was sagen sie noch? Ziel ist, dass die Leute von Jesus, wir wollen also das Wort verkündigen. Das ist also sowas wie das Evangelium, die frohe Botschaft weitergeben. Die frohe Botschaft, in dem ihr Geld dafür verlangt, Geschäfte mit dem Wort Gottes tut. Das ist genau, was der Herr sagte.
In Matthäus Kapitel 10, ich lese das, ne? Nicht, dass jemand denkt, okay, der William, der Bruder William, also erzählt also irgendwelche Sachen. Also Matthäus 10, also ab Vers 8, da steht also ganz klar, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Ja, es mag sein, dass also die Leute werden sagen, ja, ich habe also das Lied bekommen, ich hatte geschlafen, der Herr hat mir also etwas gegeben, dieses Lied habe ich empfangen und dann gebe ich das an die Gemeinde und ich will also, dass die ganze Welt also davon erfährt, habe ich also CD gekauft, ich habe bla 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 Geld ausgegeben und das Geld will ich also zurückbekommen. Hallo? Umsonst hast du bekommen. Umsonst sollst du auch weitergeben. Was heißt umsonst? Dieses Lied, dieses Wort Gottes, dieses Evangelium, was du bekommen hast, was wir bekommen haben sollen, müssten wir umsonst weitergeben. Aber nein, die Leute werden also richtig verführt. Und was? Die predigen, die bringen also einen Jesus, der irgendwie nach ihrem Geld läuft. Also Jesus, ein sogenannter Jesus, der verlangt also Geld von Menschen und damit sie gerettet werden. Und sie nehmen Jesus also als Basis für ihr Reichtum. Wenn, also weil ich also Jesus habe, deswegen bin ich gesegnet. Ich habe so viele CD verkauft von Jesus, Bücher und. Jemand bekommt also eine Lehre über zum Beispiel die Ehe. Der Herr hat ihm das also gegeben, inspiriert. Und dann schreibt er so ein Buch und zack, verkauft diese Bücher und plötzlich ist er reich. Und dann sagt er, der Herr hat mich gesegnet. Nein, umsonst hast du bekommen, umsonst gibt es auch weiter. Das ist das Wort Gottes. Wir können auch noch ein paar Verse nehmen. Ja, vielleicht die Leute sagen, ja, William, was sagst du? Also in 1. Korinther Kapitel 7, Paulus sagt ganz klar, was hast du empfangen, was du, ich nehme das, 1. Korinther Kapitel 4, oh Halleluja, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang, was aber hast du, das du nicht empfangen hast, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Du hast das also vom Herrn bekommen. Und du bist da also mit deiner Gabe und glaubst also, dass du, dass es also von dir gekommen ist. Nein, du hast das vom Herrn umsonst bekommen. Du hast nicht mal dafür gearbeitet. Du hast das also umsonst bekommen. Einige werden sagen, ja, ich habe so viel Gitarre, bla bla bla. Aber jemand, der das Wort Gottes weitergibt, evangelisiert und verlangt Geld dafür, ist ein Dieb. Weil wenn du etwas umsonst bekommen hast und du verkaufst das, du bist ein Dieb. Du bist ein Dieb. Und dafür musst du Buße tun. Dieses Geschäft, also mit dem Namen Yeshua Mashiach, es muss aufhören. Es muss einfach aufhören. Ich sehe also viele Leute, die begabt in Musik sind, also in Gemeinde, die bekommen also Lieder, statt diese Lieder in der Gemeinde zu singen. Nein, die behalten das also irgendwo versteckt. Niemand soll das also hören, bis sie einen Produzent finden. Bis der Produzent kommt und dann können sie also das Lied vermarkten. Das ist ein Schmarrn. Das ist so. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Lied, wo Yeshua Mashiach gepriesen wird, wo der Herr gelobt wird. Du verkaufst das? Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Es ist hart, aber das ist die Wahrheit. Deswegen habe ich gesagt, diese Sendung heißt die Stunde der Wahrheit. Es geht um die Wahrheit aus dem Wort Gottes, das Wort Yeshua Mashiach. In Offenbarung also 21, da steht in Offenbarung 21 ab Vers 6 steht: Und er sprach zu mir: Es ist geschehen.
Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer spricht da? Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, unser Herr und unser Gott, unser Elohim. Halleluja. Und was sagt er hier? Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Yeshua Mashiach gibt uns das Wort umsonst, aber warum wollen wir das Wort weiter evangelisieren, weiter und Geld verlangen? Stell dich vor, du gehst auf die Straße, hat da so Flyers. Und auf diese Flyers also hast du also ein paar Bibelverse drauf. Und für jeden Flyer, den du an die Leute gibst, verlangst du 1 oder 2 Euro. Das ist genau das Gleiche mit diesen Büchern. So, jemand also schreibt also ein Buch über das Leben, über zum Beispiel Gnade und verlangt Geld dafür. Die Leute kommen und dann steht er da und er schreibt genauso wie die Welt. Ich erinnere mich also in einer Gemeinde. Ein sogenannter Pastor hatte ein Buch geschrieben über Yeshua Mashiach. Und was hat er gemacht? In der Gemeinde, die Leute haben das also bis zu 1.000 Euro. 1.000 Euro hatte das Buch gekostet. 1.000 Euro. Oh Lord. 1.000 Euro. Das Geschäft mit dem Wort Gottes. Das ist ein anderer Jesus. Das ist das andere Evangelium. Hat überhaupt nicht mit Yeshua Mashiach zu tun. Hat überhaupt nicht. Er sagt hier, kommt und ihr werdet umsonst trinken. Quelle des Wassers. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes bekommt man umsonst, weil es also von ihm kommt. Und wir haben das also umsonst bekommen und wir geben das auch weiter umsonst. Halleluja. Wir werden uns also Zeit nehmen und genau diese Dinge schlagen. Genau solche Themen. Die Leute werden also richtig, wie sagt man das also, schockiert. Ja, es muss euch schockieren. Es muss einfach die Leute schockieren, weil das die Wahrheit ist. Es ist das Wort Gottes. Halleluja. Immer noch. In der Offenbarung, Kapitel 22, der Herr wiederholt das nochmal. In Vers 17, und sagt, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Schon wieder umsonst. Jesaja hat auch das Gleiche gesagt, also in Jesaja 55, also ab Vers 1, direkt am Anfang. Halleluja. Oh, ah, Yeshua Mashiach. Ah, die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit erfährst, die Wahrheit wird dich also frei machen. Halleluja. In Vers 55, in Kapitel 55, also von Jesaja, steht ab Vers 1, auf ihr Düstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, oh, Halleluja, kommt, kauf und ess. Ja, kommt, kauf ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Das Wort Gottes, Yeshua Mashiach, komm und bekommt das umsonst, ohne Geld. Aber wir verlangen Geld. Habt ihr gesehen diese Bibel, die so teuer sind? Stell dich vor, du gehst auf die Straße, evangelisieren. Statt die Leute das Wort umsonst zu geben, verlangst du Geld. Du hast also Bibel. Ja, willst du diese Bibel lesen? Ja, diese Bibel kostet also 5 Euro. Glaubst du, dass es klappen wird? Aber nein. Was machen die? Die gehen in die Gemeinde,
schreiben irgendwelche Bücher und verkaufen das. Und danach jemand, der früher nicht mal, der nur so ein Fahrrad hatte. Und heute fährt er so mit so ein riesiges Auto. Es ist so. Und das sieht man überall auf dieser Welt. Vor allem diese sogenannte Wohlstandprediger aus Amerika und die kommen also mit ihren riesigen Anzügen und so strahlen und. Ich war in England, das war in Newcastle damals, als ich noch Student war. Da kam also ein sogenannter Prediger. Er hatte sogar sein eigenes Jet. Ich sage nicht, also, dass es verboten ist, also sein eigenes Jet zu haben. Aber er hatte seinen eigenen Jet. Er kam in die Gemeinde, hatte gepredigt, aber am Ende, boah, Wahnsinn, es war eine Katastrophe. Er hat alle CD, jede Predigt, die er hatte, hat er verkauft. Videos verkauft, Bücher verkauft, Tassen verkauft und Flyers und meine Güte, ganze kleine Lehren wurden verkauft. Und ich stand da und es war, meine Güte, Herr, könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch erinnern in Johannes Kapitel 2, als Jesus im Tempel kam? Er ist gekommen und was hat er gesehen? Er sah Leute, die nur verkauft hatten. Die hatten Sachen im Tempel verkauft. Und was hat er gemacht? Er hat sie ausgetrieben, raus. Und was sagt der Herr? Das Haus meines Vaters, was habt ihr gemacht? Das Haus meines Vaters ist also ein Haus des Gebets. Und was habt ihr gemacht? Ich habe das also ein Haus von Räuber gemacht. Die Leute kämpfen, die wissen, ja, ich hab einen Ort, wo ich meine Sachen verkaufen kann, mein Business. Hauptsache steht Jesus drauf. Solange Jesus drauf steht, dann kann ich das verkaufen. Solange ich singe und dann drin ein bisschen also so eine schöne Stimme und dann sage ich, ja, Jesus, zack. Die sogenannten Christen werden das kaufen. Aber das ist nicht, was das Wort unser Joshua Mashiach sagt. Das Wort sagt, umsonst haben wir empfangen, umsonst müssen wir weitergeben. Oh, Rabasaka, Halleluja. In der Bibel gab es also Beispiele. Es gibt also ein Beispiel also von jemandem, der dachte also, dass er mit dem Geld, also irgendwie diese Gnade Gottes, die Gnade oder die Gabe des Herrn also kaufen konnte. Mein Bruder, meine Schwester, hört zu. Hört das Wort des Herrn. Kehrt um. Joshua Mashiach ist der Retter. Er allein ist der Retter. Umsonst gibt er uns und umsonst müssen wir weitergeben. Nehmen wir also das Beispiel. Das ist also in Apostelgeschichte. Also in Apostelgeschichte Kapitel 8. Genau. Apostelgeschichte Kapitel 8. Lesen wir ab Vers, Kapitel 8, ab Vers 18. Nein, lesen wir ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandte sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft und den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Habt ihr gesehen? Diese Gabe des Herrn, der Geist Gottes, diese Gabe durch der Heilige Geist, also ist in diese Leute gekommen durch das Gebet von Petrus und die Jünger. Und was ist passiert? Dort war ein Mensch, also jemand, der, also sein Herz, also war schon, wie sagt man das, also er war schon verführt. Und hier steht also Vers 18, als aber Simon sah,
dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte ihnen Geld. Oh, Halleluja. Und sagte, gib auch mir diese Macht, dass der, der mich die Hände auflegt, den Heilige Geist, den ich die Hände auflege, den Heilige Geist empfängt. Er wollte diese Gabe Gottes mit dem Geld kaufen. Bruder, lieber Geschwister, seht ihr nicht, also, dass diese Wohlstandprediger die Leute verführen? Die sagen, wenn du so viel gibst, dann bist du also gesegnet. Natürlich sagt die Bibel, also wer gibt, wird gesegnet. Weil die Bibel sagt, wie steht nochmal diese Vers? Geben ist seliger als nehmen. Genau, so steht das. Geben ist seliger als nehmen. Halleluja. Das ist also in Apostelgeschichte Kapitel 20, glaube schon. Geben ist seliger als nehmen. Vers 35. Halleluja. Oh, danke, Joshua Shia. Halleluja. Also, und dann, hier steht ab Vers 19 und sagte, gib auch mir diese Macht, dass der Herr, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an diese Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Aha. Hat der Bruder William also das irgendwo anders gefunden? In der Bibel. Nimm deine Bibel und du wirst also genau die Geschichte wirst du sehen. Umsonst hat er Petrus bekommen und umsonst sollte er das also weitergeben. Aber da kam jemand und verlangte Geld. Jemand hat mich gesagt, was ist dein Problem also mit der Zehnte? Habt ihr diese Malachia Kapitel 3 Vers 10 gesehen? Genau diese Vers? Genau diesen Vers bringen sie immer. Bringt alle Zehnte in Haus des Herrn und damit ihr gesegnet werdet. Und wer es nicht tut, also dann der Zorn oder der Fluch Gottes also wird kommen. Mein Bruder, meine Schwester, glaubst du, dass Joshua Mashiach dein Geld braucht? Glaubst du, dass derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, in den Tod für uns gegangen ist, dein Geld braucht? Unser Geld braucht? ich komme langsam also zu Ende dieser Lehre heute. Das ist der Anfang. Das andere Evangelium, der andere Jesus. Also, wenn du siehst, dass die Leute, wenn ihr seht, dass die Leute immer Geld verlangen, dann wisst ihr sofort, das ist der falsche Jesus. Das falsche Evangelium. Und versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, also, dass wir kein Geld brauchen, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Ich meine nicht, also, dass wir die Menschen kein Geld brauchen. Doch, das Evangelium braucht Geld. Die Geschwister können also Geld sammeln und an die Armen weitergeben. Die Geschwister können also, es gibt Spende, man sieht das in der Bibel, Spende, wie die Geschwister also das Geld gesammelt hatten und dann für die Armen, für die Leute, die nichts hatten, haben sie was gegeben. Ja, die CD, die Bücher, die Bibel und. Ja, das braucht das Geld. Spende von Geschwistern, von Leuten, die wirklich also freiwillig geben wollen. Man nimmt das und kauft und macht also Bücher und die man einfach umsonst weiter geben kann. Und nicht also Geld verlangen.
Also das ist möglich. Und das hat man also so oft gesehen, also Geschwister, die sammeln Geld. Und wenn sie das also gesammelt hatten, also freiwillige Spende, und von dieser freiwilligen Spende haben sie Leute umsonst gesegnet. Die Bibel und Flyers und Bücher und CDs und Lehre und einfach das Wort weiter verbreiten. Wir können doch nicht also Geld für das Wort also verlangen. Wir haben das umsonst bekommen. Und umsonst sollen wir das jetzt auch weitergeben. Halleluja. Die Leute, die wirklich das Geld brauchen, sind die das also mangeln, also die das Geld mangeln. Lieber Geschwister, kein Wunder, dass der Herr also in sein Wort sagt, also dass wir uns also um die Witwe, die Armen und die Waisenkinder so kümmern sollen. Weil da sind Leute, die nichts haben. Es gibt auch Armen unter uns, die gar nichts haben. Liebe Geschwister, ich werde, wenn der Herr mir also diese Gnade gibt, werde ich also eine Lehre, kurze Lehre über Zehnte, über die Zehnte machen. Ob die Christen heutzutage diese Zehnte noch zahlen müssen. Weil so wie das also in viele Gemeinden gepredigt, dass wir das also unbedingt zahlen müssen, das war das Gesetz. Aber wir werden uns also die Zeit nehmen und dieses Ding da ganz, also Schritt und Weise erklären. Damit die Leute einfach verstehen, dass die Christen heutzutage vom neuen Bund die Zehnte nicht mehr zahlen müssen. Der Herr will, dass wir freiwillig geben, aus unser Herz freiwillig geben. Das ist, was der Herr von uns verlangt. Nicht, dass wir also gezwungen sind, etwas zu geben. Nein, es soll also aus unser Herz kommen, damit wir andere Menschen segnen können. Halleluja. Lieber Geschwister, der Herr ist wunderbar. Der Herr ist wunderbar. Glaubst du, er braucht das Geld? Nein, er braucht Menschen. Menschen, die sich hingegeben haben. Menschen, die für ihn leben. Menschen, die verändert wurden. Der Herr will unsere Herzen verändern, damit wir andere Menschen auch segnen können. Und nicht, dass wir das Evangelium verbreiten, indem wir noch Geld von den Leuten verlangen. Das passt einfach nicht. Das geht nicht. Hört einfach auf, deine Lieder zu verkaufen. Hört einfach auf, die Lehre zu verkaufen, die Bücher, die dem Herrn also dich inspiriert hat, damit die Leute von seinem Wort betroffen werden, verändert werden. Hört auf, das zu verkaufen. Hört einfach auf. Das Wort Gottes müssen wir umsonst weitergeben. Halleluja. Der Herr segne euch im Namen Yeshua Mashiach. Amen.